Heiko Maas hat seinen Entwurf für das Netzwerkdurchsetzungsgesetz vorgelegt. Das Gesetz sieht vor, dass Facebook sich künftig bei seinen Content-Moderationsentscheidungen an deutsches Recht halten soll. Zuwiderhandlungen gegen die Organisationsverpflichtung werden mit Bußgeldern bis zu 50 Millionen Euro bestraft, also durchaus ansehnliche Bußgelder. Das Echo darauf ist unterschiedlich. Es gibt Zustimmung. Die einen sagen, wir brauchen noch mehr davon. Die anderen sagen, nein, gar kein Gesetz mit unterschiedlichen Gründen. Wir schauen uns mal das Spektrum an, wie auf einer Wetterkarte von Status quo beibehalten bis lieber noch mehr regulieren. Da haben wir auf der einen Seite natürlich die SPD, die steht hinter Heiko Maas. Und das ist gar nicht so selbstverständlich, denn Brigitte Tsipras hatte noch einige Wochen vorher gesagt, es ist ökonomisch nicht zumutbar, Facebook zu regulieren. Das könnte zu teuer sein für sie. Die Grünen sehen den Gesetzesentwurf positiv, sie stimmen zu. Sie haben ein paar Bedenken hinsichtlich der Anonymität und wie viele andere auch sagen sie, die Justiz muss natürlich auch besser werden. Dann gibt es wiederum welche, die sagen, wir sollten noch mehr tun. Beispielsweise die CDU-CSU sagt, ja, dieser Gesetzesentwurf, der ist ja auch abgestimmt, der ist ja auch auf Druck von Volker Kauder entstanden. Den sollte man zunächst einmal schnell durchbringen, damit er möglichst noch vor der Bundestagswahl wirksam wird. Aber wir haben noch andere Themen, beispielsweise muss das Beleidigungsrecht reformiert werden, da braucht es besseren Opferschutz. Dann gibt es Einzelmeinungen, wie beispielsweise Renate Künast, die sagt, man sollte nicht nur strafbare und rechtswidrige Inhalte löschen, sondern auch Sachen, die gerade noch im Graubereich sind, aber unerwünscht sind. Nun, das sehe ich nicht so. Das ist eine Einzelmeinung, die auch vermutlich nicht die Position der Grünen repräsentiert. Und dann gibt es auf der anderen Seite Parteien, die sagen, nein, es ist gut so, wie es ist. Es ist gut, dass es einen quasi rechtsfreien Raum gibt, wo das deutsche Recht nicht durchgesetzt wird. Die AfD beispielsweise sagt, wir lassen uns den Mund nicht verbieten, dagegen machen wir mobil, sagt Beatrix von Storch. Und die findet es eigentlich gut, wie es bisher ist. Alles andere, nämlich die Durchsetzung des deutschen Rechts, wäre ein Schritt in eine totalitäre Gesellschaft. Erstaunlicherweise ist die Position der FDP an der Stelle sehr ähnlich. Die FDP sagt nämlich, das bisherige System reicht völlig aus, auch wenn das System nicht dazu führt, dass rechtswidrige Inhalte gelöscht werden. Da sagt Herr Kubicki, wir brauchen keine weiteren Gesetze, man müsste einfach nur mehr Geld ausgeben für Bildung oder Justiz. Das ist vielleicht ein wenig naiv, weil wir haben die letzten anderthalb Jahre gesehen, dass die bisherigen Gesetze eben nicht ausreichen. Also entweder ist man naiv und will das nicht sehen oder man möchte tatsächlich nicht, dass sich dort etwas ändert. Verbände sehen die Sache teilweise kritisch, beispielsweise der Bitkom. Herr Rohleder sagt, wir müssen nur das bestehende Recht durchsetzen und da fürchtet man natürlich auch die Kosten und die Bußgelder, die auf die Mitglieder zukommen könnten. D64 warnt vor einer Zensurinfrastruktur und auch Netzpolitik ist eher kritisch gegenüber diesem Gesetzesentwurf. Dann gibt es Experten, Juristen, die warnen vor verschiedenen Punkten, beispielsweise dem Overblocking oder der Abschaffung der Anonymität. Overblocking bedeutet, dass Facebook möglicherweise geneigt sein könnte, mehr rechtswidrige Inhalte zu löschen, einerseits, andererseits aber auch rechtmäßige Inhalte mitzulöschen. Das könnte also zu einem Ungleichgewicht führen, dass also zu viele Inhalte aus dem Netz entfernt werden. Das ist ein berechtigter Einwand, auch wenn ich persönlich nicht glaube, dass Facebook zu viel löschen wird. Ich glaube eher, dass es das Gegenteil der Fall sein wird. Aber man muss dieses Problem ernst nehmen und man könnte es lösen, indem man auch den Hetzern Rechtsmittel an die Hand geben würde, indem man auch die Leute an dem Verfahren beteiligt, deren Inhalte gelöscht werden, sodass auch ein Nichtbeachten, Nichtanhören zu Bußgeldern oder Sanktionen führen würde. Das Problem der Anonymität ist ebenfalls eines, da kommt es auf die Position an. Für die Opfer wäre es wünschenswert, dass man wüsste, wer die Täter sind, dass Facebook diese Daten also auch herausgeben darf. Auf der anderen Seite fürchten natürlich diejenigen, die engagiert diskutieren, dass sie damit auch in den Fokus von Strafverfolgung oder zivilrechtlichen Abmahnungen geraten könnten. Es gibt noch ein drittes Argument, was bei genauerer Betrachtung nicht viel Sinn macht. Manche Leute sagen, Facebook soll nicht die Entscheidungen treffen. Und deswegen sollte man dieses Gesetz nicht machen. Dabei übersieht man allerdings, dass Facebook schon jetzt ja die Entscheidungen trifft. Facebook entscheidet, ob ein Inhalt gelöscht wird oder nicht. Und Facebook trifft diese Entscheidung im Augenblick allein auf Grundlage seiner Gemeinschaftsstandards und löscht eben Sachen, die durchaus auch legal sind, weil sie Facebook nicht passen. Es wäre also nicht neu, wenn man Facebook sagt, ihr sollt die Entscheidung zunächst treffen. Neu ist nur, dass Facebook sich künftig an deutsches Recht halten soll dabei. Die Presse ist unterschiedlich. Da gibt es auf der einen Seite diejenigen, die den Untergang der Pressefreiheit sehen. Erdoganismus in Reinkultur heißt es. Gesetzesentwurf bedroht die Pressefreiheit oder Maas will nur von seinem eigenen Versagen ablenken. Tatsächlich sind die kritischen Stimmen
quantitativ gesehen in der Überzahl. Die andere Seite sagt, Hate Speech Maßspäte, Kehrtwende reicht nicht aus. Man bräuchte also noch mehr Gesetze dazu. Kampf gegen Hass ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Diese Seiten sehen eher das Problem im Fokus, nämlich dass wir Hate Speech haben, dass wir etwas dagegen unternehmen müssen und dass Facebook nicht genug dagegen unternimmt. Das ist der Stand der Diskussion im Augenblick. Jetzt sind erst einmal die Verbände am Zug, ihre Stellungnahmen dazu abzugeben. Weil es so eilig ist, wurde der Gesetzesentwurf schon an die EU-Kommission zur Notifikation geschickt. Und danach geht es ins Gesetzgebungsverfahren. Wir werden sehen, wie es weitergeht.